Ja, das, was mal ein Frosch war, ist jetzt wieder der Alkohol. Man sieht diesmal sogar noch mehr, was es... Ach so, nein, es ist... Oh. Generic Daddy's Drink. Ich finde die Details ja echt schön und finde es sehr, ja, sehr atmosphärisch, aber Generic Daddy's Drink, ja. Es steht einfach für den Alkohol, den unser Vater trinkt. Ich gucke mal, ob... Genau, wir können es da reinschmeißen. Es kommt bei ihm raus. Es kommt bei ihm als Frosch raus. Natürlich, dort ist es Monster, nicht der Vater. Damit ist auch der Frosch, nicht der Alkohol. Und es kommt schon der nächste. Aber unser Monster ist wieder im Zerstörungsmodus. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das gerade wollte, aber ich vermute, es wird sich schon erklären, warum es notwendig ist. Wir können erstmal nur weiter. Ich ich habe vergessen, dass wir Lula nicht mehr auf dem Rücken haben. Plitsch, platsch, wir waren im Wasser. Okay, was sollen wir dann? Wo können wir noch hin? Wir können hier nicht weiter. Ich vermute, wir können auch selbst... Nein, wir können da nicht reinspringen. Auch nicht reinklettern. Hier haben wir keinen Mechanismus. Wir müssen woanders weiter. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier noch einen reinschmeiße. Ich vermute aber ehrlich gesagt nichts. Er wird den Frosch wieder fressen und es bleibt wie gehabt. Ja, es kommt die nächste Flasche. Wir kommen da aber nicht rüber. Hier kommen wir auch nicht rüber. Hier kommen wir auch nicht rüber. Hier lang geht's auch nirgends weiter. Diesen Brett müssen... Ohne Lula kommen wir hier nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wo Lula ist, ehrlich gesagt, weil sie hat uns ja eigentlich nur diese Seilbahn halten müssen und könnte jetzt wieder bei uns sein. Ist sie aber leider nicht. Wir müssen also auf uns selbst gestellt alleine weiterkommen. Ich verstehe aber gerade nicht wie. Und selbst... aber da würden wir darüber kommen. Bis zu diesem Brett kommen wir nicht. Das liegt aber... Hier haben wir eine Flamme, aber die hilft uns auch nicht weiter. Können wir auch nichts machen. Hier kommen wir nicht hoch. Kommen wir hier vielleicht bis zu dem Brett? Nein, kommen wir auch nicht. So, ja. Oh, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Wir können hier nicht rein. Wir können hier nicht weiter. Wir kommen auch hier nirgends hin. Auch mit dem Alkohol kommen wir nirgends weiter. Könnten mal schauen, ob wir die Flasche, wenn wir die da runterschmeißen, ob wir überhaupt so weit kommen. Ob das... Oh, Entschuldigung. Und die Flasche ist nicht mehr da. Ob wir zu dem anderen Plateau kommen, dann könnten wir das Monster vielleicht darüber locken. Allerdings weiß ich auch da nicht so genau... Ach nein, es geht nicht. Ich darüber? Nein. Hat irgendjemand eine Idee? Ich komme auch nicht weiter zurück. Geht auch nicht mehr. Mit der Pappe. Wir könnten auf den Reifen und dann auf die Pappe, aber das hilft uns auch nicht weiter. Auch hier nicht. Mit diesem Brett. Aber da kommen wir auch nicht groß weiter. Da können wir bestenfalls darüber springen. Auch das haben wir aber nicht geschafft. So. Da kann ich es nicht wieder reinpacken. Da landet es wieder drüben, hat aber so keinen weiteren Effekt. Und hat uns so aber auch ehrlich gesagt erstmal noch nichts gebracht. Wir haben jetzt ein Monster.
Okay, wir mussten ihm einfach nur... Oh, okay. Wir mussten ihm so viel zu trinken geben, bis er im Rausch eingeschlafen ist. Und jetzt kommen wir weiter. Wir schieben ihn eine Ebene tiefer. Und wir vervollständigen unseren Weg. Und damit kommen wir weiter. Na, jetzt. Wir laufen weiter. Und haben hier wieder... Wir gucken uns erst wieder um. Hier geht also wieder ein Weg weiter. Kommen wir jetzt aktuell auch noch nicht hin. Wir haben hier wieder einen Hebel. Ah, unser Monster ist wieder wach. Ich gucke nochmal kurz, was der Hebel macht. Damit können wir irgendwas positionieren. Dieses rote Rohr. Und hier können wir vermutlich wieder ein Alkohol... Oh, nee. Was? Sollen wir jetzt wirklich hier unsere Freundin... Klar, es ist nur eine Puppe, aber eine Puppe unserer Freundin ihm zum Fraß vorwerfen? Ist nicht dein Ernst, bitte. Bitte ist nicht dein Ernst. Ich möchte erst schauen... Nee. Das möchte ich ungern tun. Deswegen möchte ich erstmal schauen, von wo bis wo wir das machen könnten. Okay, wir müssen auf diesem Podest hier bleiben. Ja gut, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir schauen mal, was da passiert. Ach, sie... Okay. Oh, bitte schreien. Müssen wir... Ich weiß noch nicht. Ich möchte eigentlich ungern echt unsere Freundin ihm einfach zum Fraß vorwerfen, unserem Vater. Aber ich, mir ist nicht ganz klar, wohin sie läuft. Und es sieht auch so aus, als würde es jedes Mal ein neues, so ein Stück Weg geben und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Na, sorry. Rein mit dir. Okay, vielleicht kommt sie diesmal weiter. Ich weiß auch nicht, wo sie hinläuft. Ich hoffe, sie schafft es jetzt, aber jetzt steht er halt blöd da. Ich locke ihn jetzt nochmal ans andere Ende erst. Ja. Jetzt kommt auch kein Holzbrett mehr. Ich locke ihn hier rüber. Und versuche dann möglichst schnell... Genau, hier wieder nach drüben. Und hoffe, dass das ausreicht. Dass sie vor ihm wegkommt. Vielleicht rennt sie diesen Weg hier hoch. Nein. Außer... Ja, wir können sie... Habe ich nicht gesehen, sorry. Wir können sie hier oben in Sicherheit abwerfen. Das finde ich aber schon makaber, dass wir erstmal drei von denen opfern müssen. Ja, jetzt läuft er falsch. Und kriegt sie nicht mehr. Unser Weg baut sich weiter auf. Das Monster ist wieder nüchtern. Jetzt, wo wir die Geschichte kennen, können wir auch wirklich sagen, nüchtern. Und wir laufen weiter. Und gucken, was wir mit dem Tausendfüßler machen können. Also, unser Großer schläft wieder. Ich vermute, wir müssen da hoch. Wir gucken erst nochmal. Ah, wir können auch schieben. Aber nur vor und zurück. Und der Weg hier vorne ist noch nicht gebaut. Der fliegt hier noch. Ich schau mal, ob vielleicht unser Springen über den Bauch
So, wir haben das gemacht, was uns das Feuer oder der Schamane gesagt hat. Wir haben ihn in den Abgrund gestürzt. Wir haben das Monster oder unseren Vater aufgegeben. Ich selber verstehe leider den Gesang nicht. Vielleicht versteht ihn jemand von euch, könnt es gerne mal dazu kommentieren. Aber es klingt wie Mama, Papa. Also vielleicht ist es irgendwas über die Familie. Und wir sehen wieder die Spirale. Die Spirale, die wir aus Folge 1 kennen. Ich gehe jetzt hier gerade absichtlich ein bisschen langsamer. Und wir gehen wieder zurück. Da, wo wir ganz am Anfang waren, aus dieser Spirale, aus der wir aus dem Schrank geflüchtet sind, oder durch den Schrank. Und es geht wieder zurück. Und wir kommen wieder in eine dieser sehr langsamen Schwarz-Weiß-Szenen. Wir nähern uns wieder dem Kleiderschrank. Damit sind wir am Ende von Papu und Jo, von Minority, Wanda Caballero, der Autor des Ganzen, von dem auch das Zitat anfangs war, der also anscheinend selbst unter diesem Monster leiden musste und der ja eben ja seine persönliche Geschichte, seine persönliche Lebensgeschichte in diesem Spiel verarbeitet hat. Ich muss sagen, es hat mir viel Spaß gemacht. Es ist vom Spielen, vom Spielprinzip her ein sehr schönes Spiel. Es ist, steuert sich auch sehr gut. Grafisch fand ich super schön. Jetzt nicht unbedingt eine Hightech-moderne Grafik. Ist ja auch schon ein älteres Spiel, aber von der Aufmachung her echt schön. Und auch der Soundtrack echt sehr stimmungsvoll. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War ja mein allererstes Let's Play. Und ich muss sagen, ich habe mir da, glaube ich, nicht das leichteste Spiel auch rausgesucht. Ich wollte das Spiel schon lange mal spielen. Kam irgendwie nie dazu. Hatte dann die Idee, ich könnte mal so ein paar Let's Plays versuchen. AAA-Titel ist halt immer das Problem, dass es recht lang ist. Und so dachte ich mir, Mensch, Papu und Jo, schon seit ewigen Zeiten in deiner Bibliothek, nie gespielt. Soll angeblich nicht so lang sein, ist es ja jetzt auch, aber ich finde es voll ausreichend. Und habe aber ehrlich gesagt nicht so richtig damit gerechnet, dass es, na, ich sag mal, so belastend ist. Also es ist schon echt so, auch die Schreie, die Kinderschreie, wenn man gefasst wurde oder die Freundin da verschlungen wurde, war schon nicht einfach. Bei so einem Spiel ist auch, ja, es ist eigentlich klar, dass es kein Happy End gibt. Die Realität zeigt uns einfach, dass es meistens anders ist. Dieses typische Film-Happy End, dass wieder alle glücklich sind. Und am Ende scheint es ja auch so, es war die einzige Möglichkeit, das Monster unter Kontrolle zu bringen. Eben dieses böse Monster in dem Wampenpeter, den wir da als etwas brutaler aussehenden Spielkameraden anfangs hatten, war eben, es ganz aufzugeben, und heißt wahrscheinlich, dass auch dieser Herr Caballero, Wanda Caballero, dass auch er den Kontakt zu seiner Familie oder zu seinem Vater wohl aufgegeben hat, um sich selbst zu retten. Sicherlich nicht einfach, aber ja. Es ist zwar ein Spiel, aber eben doch ein Spiel, das auf der Realität basiert, wo man nicht alles so schreiben kann, wie es einem gefällt. Hier sieht man jetzt Alejandra,
Das wird unsere Freundin gewesen sein, das Mädchen. Die Sprecherin von dem Mädchen. Wir lassen jetzt hier noch die Credits fertig durchlaufen. Ich verabschiede mich aber schon mal. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich freue mich über alle Kommentare. Sagt, was ihr von dem Spiel haltet, von meinem Let's Play. Und freue mich, wenn wir uns an einem nächsten Spiel wiedersehen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Gibt viele gute Spiele momentan. Mal sehen, was es dann werden wird. Und ja, ich lasse die Credits noch fertig durchlaufen. Und dann beenden wir das Ganze auch. Bis dahin, macht's gut.